mit dem scheiß Kabel. Dass ich das hier auch noch passend zurechtlege. So. Einmal erstmal gerade noch ein bisschen dozieren. So, einmal das dann Tour zur Seite. Die stört mich ja auch gerade klein wenig. Meine E-Flöte. Einmal am besten neben mir. So, was fehlt denn noch? Mir fehlt mein Flaschenöffner. Jawohl. So, was fehlt mir denn noch? Ich brauche jetzt noch meine zwei Bierflaschen und das Handy. Für den Chat ist mir gerade eben von der Sofa, von der Couch runtergeplumpst. Na, super. Ah, herrlich. Ah. So. Soweit sieht das ganz gut aus. Audiosprache, Deutsch. Textsprache, machen wir mal auch Deutsch. Untertitel, lassen wir auf an. Untertitelgröße, klein. Ja. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Warum? Wieso? Das sieht doch soweit eigentlich ganz gut aus. Sekunde, ich könnte eher die Anlage noch ein bisschen lauter drehen. Das eigentlich eher. Helligkeit. Deutlich sichtbar, kaum sichtbar, nicht sichtbar. Dann wäre das so jetzt passend. Wert anpassen, bis das Logo in der Mitte kaum noch sichtbar ist. Ja, ist jetzt kaum noch sichtbar. Das passt schon so. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Ja. Leicht erfahren. Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung, eine faire Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Charakters führen können. Ich möchte mich mit einer einfacheren Steuerung auf die Story konzentrieren, eine leichte Herausforderung mit weniger Chancen, einen Charakter zu verlieren. Sich. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sie sind jetzt bereit, die Troy zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Okay. Das war meine Ansage. Oh, es geht sofort los. Und dann denkt man sich, oh ja, ne, sieht ja ganz nice aus. Es gehört ja noch irgendwie zur Sequenz. Scheiß. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine. Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen. Sie... Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay, das ist ja sehr nett, der Empfang. Okay. Das ist hart. Einmal etwas angucken und zack, peng, hat man sämtliche Informationen. Liegen lassen. Retten! Na, ich will doch mal stark hoffen, dass das dem Fisch jetzt auch gefallen hat. Sieh dich um. Okay.
Ich habe zwar keine Ahnung, weswegen wir hier sind. Ich muss dazu sagen, ich habe die Demo nicht gespielt. Okay. Da hinten haben wir eine Interaktion. Finde Captain Allen, das müsste der dann sein. Guten Hallo, Captain Allen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Okay. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Da, 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 da. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Chance auf Erfolg. 48%, jede Sekunde zählt. Rette die Geisel um jeden Preis. Verstehe, was passiert ist. Okay, benutze den rechten Stick, um den Cursor zu bewegen. Hinweise analysieren. MS Blackhawk. Okay, und was haben wir hier? Müsste noch irgendwo... Muss irgendwo noch ein zweiter Hinweis sein. Geht gar nicht anders. So, den hatte ich ja schon. Wo ist der zweite? Oder gibt's hier... Ach. Munition. Okay. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Somit haben sich die Chancen auf Erfolg zumindest auf über 50-50 hochgesetzt. Verstehe, was passiert ist. Durchsuche das Zimmer der Geißel. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier alles Schönes? Okay, Ort der Geißel. Wir haben hier etwas. Das Kind hat also keine Schüsse gehört. Was haben wir hier sonst noch? Okay. Neuen Dialog freigeschaltet. Sehr schön. Okay, haben wir ansonsten hier noch irgendwas? Ich glaube, nicht. Orte die Geisel. So, verstehe, was passiert ist. Durchsuche das Zimmer. Okay, da haben wir noch etwas. Es gibt auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Versuchen wir die auch noch zu finden. Da vorne ist noch etwas am Tisch. Ach du Scheiße. Das scheint der Vater zu sein. Schusswunde, Kaliber 355, linke Niere perforiert, tödliche Abdomen. Okay, gut. Ansonsten
Schusswunde Kaliber 355. Noch eine. Verstorben. Phillips John. 1929, geschätzter Todeszeitpunkt. Einen haben wir noch. Irgendwas muss hier noch sein. Ich habe zwar noch keine Ahnung wo. Na los, komm. Na los, komm. Irgendwo hier muss... Ah! Okay. Vater hielt etwas in der Hand. Und anschließend... Er hat sich umgedreht, kriegt die Schüsse ab und knallt dann auf den Boden. Das heißt, dann müsste das, was er in der Hand gehabt hat, ist nach links geflogen. Also irgendwo. Hier, da ist es doch! Da ist es doch! Ich sehe es doch! Okay. Also noch einmal. Das haben wir schon. So, wenn ich jetzt hier sage, rekonstruieren, dann haben wir hier auf jeden Fall... Ah! Da hinten. Wunderbar. Okay. Er sollte abgelöst werden. Okay. Untersuche die Opfer. Wollen wir mal gucken, was wir hier sonst noch alles finden. Abendessen war auf jeden Fall schon in der Planung. Was haben wir da hinten? Okay, gut, das sollte reichen. Was haben wir denn sonst noch alles Schönes an Infos? Wir haben da vorne noch... DPD-Officer. Na, super. Direkt erschossen. Schuss, ja, rechte Herzkammer perforiert, innere Blutung. Verstorben, P.O. Deckard Anthony, Todeszeitpunkt 2033. Bleistiftnaht, Antisulfid, nur ein Schuss. Okay, da hat er auf jeden Fall die Schüsse abgekriegt. Okay, das heißt, hier kamen die ersten Schüsse. Hier kam der zweite Schuss, aber irgendwas
Auf jeden Fall hat er selber auch einen Schuss abgegeben. Aber warum kann ich jetzt hier nichts analysieren? Irgendwas muss mir noch fehlen. Hier habe ich ansonsten alles. Hier habe ich auch alles. Aber irgendwas fehlt mir noch, um das Ding komplett zu kriegen. Okay, frisches blaues Blut. Modell PL600. Das ist das Abweichermodell. Gut. Er ist auf jeden Fall angeschossen. Kinderschuhe. Geißel könnte verletzt sein. Eieieiei. Komm, kriege ich hier noch irgendwie die... In der Rekonstruktion kriege ich da noch die restlichen Daten irgendwie hin. Ah, ich bin auch so ein Held. Polizist verletzte den Abweichler. Ja. Ah, guck an. Amerikanische Androiden... Was? Verordnung? Androiden ist es strengsten untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Nehme ich sie? Oder lasse ich sie liegen? Ich glaube, es ist an der Zeit. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Oh, fuck. Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Okay, wir haben da vorne was, aber ansonsten haben wir hier erstmal nichts. Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! So, jetzt nicht mehr. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen! Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn!
Finger weg oder du stirbst! Du kannst mich nicht töten! Ich lebe nicht! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt! Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie! Dass ich etwas bedeute! Aber ich war nur ein Spielzeug! Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist! Realistisch, einfühlsam. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist! Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software! Nein! Es ist nicht meine Schuld! Ich wollte das nicht! Ich liebte sie! Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts! Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit! Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Ich hoffe, ich mache hier das Richtige. Ja, du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Oh, Scheiße. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, Mission erfüllt, die noch zu erkunden Wege und die vielen Dank, ja, gern geschehen, Wege und freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in der die du in den Extras ausgeben kannst. Okay. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Was? Okay, Scharfschützen. Erschossen Abweichler. Was haben wir denn hier sonst noch? Habe ich da jetzt am Anfang? Freundliche Herangehensweise. Okay, Helikopter wegschicken. Hätte ich also auch machen können, dass der Helikopter bleibt. Was denn in ein... Oh Gott! Oh Gott! 31%. So, 80% haben den Helikopter weg. Wollen wir hier gucken, wie das hier aussieht? Den Fisch retten haben 63% gemacht. Mit Captain Allen sprechen, okay, das mussten eh alle machen. Von dem her, bis auf da unten, das hat irgendwie Waffe des Polizisten nehmen. Das haben nur 47% gemacht. SWAT verwundet sind 83% ist da halt gewesen. Okay, das geht also auch anscheinend, wenn das nicht so ist, dann muss man aber wahrscheinlich durchrennen. So, Abweichler konfrontiert.
80% der Herangehensweise, was ihr verwundeten Polizisten retten, haben nur 14%. 14% haben den verwundeten Polizisten gerettet. Es haben auch nur 18% die Wahrheit über die Waffe gesagt. 8 du Scheiße! So, den Abweichler haben 43% angelogen, Vertrauen aufbauen, haben 31% gemacht und anschließend wurde dann dadurch halt erschossen. Es gibt also noch andere alternative Wege, das ist natürlich cool. Nett. Fehlschlag, Tod, Ereignis nicht benötigt zum Abschließen, Aktion, okay. Gesperrte Wege, ja, das waren dann Alternativwege. Okay, gut. Weiher. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kochte 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, gehen wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Wie viel soll der noch mal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktion. Ach, guck an. Zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Eine gute Wahl. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das ist teurer, ich mach den Kerl nicht. Okay, Roboter verkaufen Roboter. Auch nicht schlecht. Da ist er. Es war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Okay. November 2038. 9:38:05.
Das ist doch irgendwie toll. Gerade dann, wenn man so alt ist und dann noch einen Roboter hat als Unterstützung. Das ist natürlich doch mal nice. Moin, Orbiti! Also, so viel verschrien auch die ganzen Roboter und AIs sind und jetzt die Entwicklung, die kommt. Lang. Warum nicht? Ich will aber! Die sind da am Spielen! Ich will mitmachen! Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Okay. Warte auf grünes Licht. Grün. Was wäre wohl passiert, wenn ich bei Rot über die Straße gehe? Drücke R2, um das GPS zu verwenden. So. Hole Bestellung 847 bei Malerei Bedarf Willen ab. Guten Tag, Kollegen Koschis. Alles gut bei euch? Ihr seid ja sehr gesprächig, dann halt nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Und da sieht man auch gleich, was es dann aus den Menschen macht, wenn man Roboter hat, die für einen anderen die Arbeit erledigen, so wie jetzt hier als... Einfach mal vor die Füße werfen. Die sind ja dafür da, um es wegzuräumen. Geil. Super Stimme. Ich würde mich jetzt am liebsten da die ganze Zeit da hinstellen und erst einfach nur zuhören. Auch wenn das Schild, was da unten steht, dieses Human Music for $1, das ist echt... Ist ein Tritt in die Fresse, aber... Ja, to hear... $1 to hear music with soul, das ist so... Er hat eine super Stimme, kann man echt nichts gegen sagen, aber allein schon für diesen Spruch, das ist so ein Arschtritt wert. Diese Androiden sollten unsere Sklaven sein, doch diese Sklaven werden zu Meistern. Wir können ohne sie nicht mehr leben. Sie sind zu Hause, in den Schulen, den Fabriken. Sie haben unsere Jobs. Sie betreuen unsere Kinder. Sie pflegen unsere Eltern. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Was? Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Was? Kann ich den Mittelfinger zeigen? Wir können nicht mehr leben ohne diese Sklaven, die uns jeden selbstsüchtigen Wunsch erfüllen. Wir leben lieber mit Maschinen statt mit unseresgleichen. Schade, ich kann da jetzt nicht einfach mich da vorstellen oder irgendwie so. Geht leider nicht. Smith & White. Nein, da muss ich ja gar nicht hin. Entschuldigung. Wohin muss ich denn eigentlich? James und Carter. Muss ich nicht hier rein? Nein. Belen Paints, da musste ich hin. Guten Hallo. Wie geht's? Identifikation bestätigt. Die
Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Besten Dank. Tschüss. Willst du mir nicht wenigstens noch einen schönen Tag wünschen? Kann ich hier irgendwas klauen? Nein. Schade. Okay, gut. Tür öffnen und... Na also, es geht doch. So. Ändere mit R1 den Kamerawinkel. Oh, wie schön. Danke, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Ich möchte aber... wollte gerade sagen, ich möchte lieber... Na gut, dann muss ich halt hier hin. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn ich mit Absicht den Weg verändere. Aber das möchte ich jetzt noch nicht machen. Das mache ich dann später irgendwann. Das wird jetzt erstmal ein normaler Durchlauf oder einmal mal ein Versuch, das Game erstmal zu in irgendeiner Art und Weise durchzuspielen. Und dann einfach mal gucken, was daraus wird. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Also es sind mehrere Durchläufe auf jeden Fall geplant. Kann ich hier Geld geben? Ich möchte da jetzt nicht unbedingt gerade mitten durchgehen. Das ist bestimmt keine gute Idee. Was für ein Bullshit. Was für ein absoluter Bullshit. Das ist nämlich das, worüber ich mir schon die ganze Zeit auch drüber Gedanken mache. Das ist bestimmt, ja, war klar. Androiden und... Menschen getrennt. Vorne die Menschen und die Androiden stehen dann hinten zusammengepfercht. Ich meine, auch wenn es nur Androiden sind, aber... Das hat irgendwie so eine Art, das, ich weiß nicht wieso, das hat irgendwie so einen richtig, richtig bösen Charakter. Okay, ich hätte ja auch noch weitaus mehr machen können. Scheiße noch ein. Öffentliche Meinung gleichgültig. Okay, abgeschlossen 58%. Ich hätte hier weitaus mehr machen können. Ich hätte hier wirklich weitaus mehr machen können. Aber gut, machen wir erstmal weiter. War klar, also beim ersten Durchlauf werde ich eh nicht alles schaffen. Ich werde auch nicht alles mitnehmen können. Ich werde auch nicht alles richtig machen. Ich werde aber auch nicht alles falsch machen. Dafür sind die nächsten Durchläufe ja dann da. Kamerawinkel mit R1 ändern. Okay. Folge Todd. Kommst du? Hallo Todd. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Kirby da hinten? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmere dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert?
Ja, Todd. Fang hier unten an. Mach dort oben weiter. Okay. Halte R2 gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Es sieht scheiße aus. Dringende Aufgaben. Sammle Müll auf. Optionale Aufgaben. Sammle Geschirr ein. Mach den Haushalt. Wasch die Wäsche. Fisch mal durch. Blas mir ein. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gott. Ja, wo fangen wir denn hier am besten an? Entsorgen wir am besten erstmal den kompletten Tisch. So. Ja. Was ist das? Ist das der Mülleimer? Spülmaschine funktioniert nicht. Vielleicht. Bestellung wird vorbereitet. Bitte was? Okay. Ja, ja. Die bestellen dann einfach mal Klamotten um. Ja, ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleiche Ort, also du weißt wo. Okay. Gut. Ach so, nee, ich muss es. Oh Gott. Gut. Ach so muss ich das auch. Pff. Erstmal hier die neuen Mechanics kennenlernen auf den. Mit dem Game. Ich bin ja eigentlich nur die von dem. Das ist der Grund, weswegen ich die alten Teile vorher gespielt habe. Oder jetzt Heavy Rain vorher gespielt habe, zum nochmal zum Reinfinden. Einfach um die ganzen Spielmechaniken wieder kennenzulernen. Hallo Alice. Tschüss Alice. Aber ganz ehrlich, von der Gesichtsmimik her, es sieht wirklich sehr real aus. Also auch das Grinsen gerade eben. Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier. Sofort. Bring Todd ein. Oh, Mann. Oh, Gott. Und genau das ist nämlich dann auch das Problem. Es ist dann einfach nur... Als wenn man, ja nicht gerade Sklave ist, aber einfach mal Eishockey. Ja, ist natürlich typisch bei den Amis. Eishockey oder Basketball. Fußball kriegen sie ja nicht auf der Reihe. Oh Gott, überall Müll. Sammle Müll im Mülleimer. Okay, ich glaube, ich nehme am besten den Mülleimer mit. Ja, genau. Das macht es wahrscheinlich weitaus besser. Okay, gut. Das ganze Geschirr schmeißen wir am besten auch mit weg. Wo ist das Geschirr hin? Ja, sie hat das Geschirr einfach... Ja. Gut, komm. Jetzt machen wir den Müll und tun den in die Waschmaschine. Nicht? Okay, gut, dann nicht. Tü-tü-tü-tü. Hier ist, glaube ich, nichts. Nein. So, noch eine Flasche und noch eine Flasche. Gebrauchte Gummis. Oh, das sind aber große Gummis. So, dann haben wir das auch weg. Damit ist aber nicht der Kaffeetisch geputzt. Warum wurde Kaffeetisch putzen damit abgecheckt? Na du? Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Nein. Putz die Küche. Sammle Müll auf. Putz die Küche. Okay, gut. Das heißt, hier muss... Ach! Hier vorne. Ja, klar, sicher. Noch mehr Flaschen und Müll. Und wie das alles in diesen einen Mülleimer reinpasst. Bring den Müll raus. Was ist das? Oh. Das sieht aus wie... Mahnung? Tü-lü-tü-tü. So, öffnen. Weg mit dem Müll. Warum kann man eigentlich den Kerl nicht mit reinschmeißen?
Und ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Es gibt noch eine zusätzliche Aufgabe, die da im Moment noch dicht ist. Verdammt, Mann! Bitte was? Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Hatte der... Geh aus dem Weg, verdammt nochmal! Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Was zum... Ficken? Der ist ein Junkie? Ja, er ist ein Junkie. Er ist definitiv ein Junkie. Er hat wahrscheinlich auch keine Arbeit. Das Mädchen ist eine Nervensäge und ich glaube, ich weiß, warum das Mädchen aus irgendeinen komischen, ominösen Gründen aus der Reparatur kam. Und jetzt zum Sport. Als erstes. So, machen wir hier mal für die Kleine, machen wir Zeichen. Trick an. Okay, gut, dann lassen wir das. So, was haben wir denn hier? Chips. Oh. Wessen Zimmer ist das? Aber das doch nicht von der kleinen Tochter, oder? Wo hier überall Alkohol rumliegt und allem möglichen anderen Scheiß. Oh weia. Betten machen. Oh Mann. Ach, guck an, da ist die Kleine. So wie das aussieht, wird das dann wahrscheinlich eher... Achso, das ist Todds Zimmer. Noch mehr Rechnungen. Oh oh. Was hat sie gefunden? Sie hat irgendwas gefunden und gesehen und dann etwas gemacht. War beim letzten Mal, obwohl sie den Fernseher angeschaltet hat, hat man nämlich gesehen, dass ihre Schläfe gelb geblinkt hat. Sie hat da irgendwas gesehen in den Prospekten. Und dann hat es dann gelb geleuchtet. Irgendwas hat sie getan. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras ansehen. Okay. Seite 1. The fuck? Titelseite? Nächste Seite? Ja, irgendwie cool. Androiden Quarterback? Okay. Irgendwie cool, aber irgendwie ist es, unnütz. Was ist das? Antidepressivum. Da fuck. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oh, vorteilhaft. Ja. Sehr schön. Tod Zimmer auf. Räume Alice Zimmer auf. Okay. Alice. Weg da. Es würde mich nicht wundern, wenn er noch anderweitig sich an ihr vergriffen hat. Oh Gott! Hm.
Mir ist gerade sehr stark bewusst geworden, wie unselbstständig die Leute werden könnten. Gerade jetzt, dass das Game kommt eigentlich im passenden Moment raus, gerade jetzt, wo diese Rede um Cyborgs und AIs, künstliche Intelligenzen und den ganzen Spaß jetzt so richtig hochkommt. Oh weia, so viel zum, oh Gott, so viel zu tun und zum Auf, ach du Scheiße. Gerade jetzt in diesem Moment ist sowas natürlich echt, das ist ein perfektes Timing, also von der Thematik her. Weil gerade das zeigt, wie nützlich und hilfreich solche Roboter sein können. Es zeigt aber auch gleichzeitig die Schattenseiten, was aus den Menschen dabei wird. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Ich fühle mich gerade wie eine Putzfrau. So, Boden gewischt. Badezimmer fertig. Optional. Sehr schön. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? 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 Ist das okay? Alice im Wunderland. Natürlich. Mit einer Grinsekatze. Mehr oder minder. Okay, wie können wir das vertrauen? Wie können wir das Vertrauen der kleinen Göre gewinnen? Und dann verkaufen wir sie. Auf dem Schwarzmarkt. Und als Dankeschön reißen wir jetzt erstmal ihr komplettes Haus ab, was sie da sich selbst gebaut hat. Nicht auf den Arsch gucken! Das ist den Männern überlassen. So, Bettchen gemacht. Einmal lüften und hepp, einmal das Fenster rausreißen. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Was zum Ficken? Okay. Da schien es noch eine glückliche Familie gewesen zu sein. Scheint, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das die Tochter? Tochter ist auf jeden Fall traurig. Dann hat sie ihren komischen Vater.
Der Vater hat die Mutter geschlagen. Oder eher gesagt, der Vater hat, der hat ja sie geschlagen. Dadurch ist sie kaputt gegangen. Das ist genau das, was ich mir aber schon vorher gedacht habe. Fuck. Frag Todd nach neuen Anweisungen. Irgendwie möchte ich das nicht mehr. Kann ich nicht einfach hier aus Todds Zimmer die Knarre nehmen? War doch hier, ne? Schade. Kann ich nicht. So. Ich glaube, das Zimmer sollte jetzt aufgeräumt genug sein. Guck mal, haben wir kurz wenigstens durchsetzen. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Android-Kampfeinheiten erhöht wurde. Ach du Scheiße, okay. Also die Androiden werden für alles genutzt. Die werden im privaten Haushalt gebraucht oder eher gesagt genutzt, was ja auch irgendwo Sinn macht. Einfach als Unterstützung, gerade für Leute, die Single sind und alleine leben, unwahrscheinlich praktisch. Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Was? Hm? Scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott. Was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Der Kerl hat nicht mehr eine Tasse im Schrank. Okay, gut, Geheimnis, aber hier habe ich jetzt im... Oh. Ja, ich bin im ersten Stock fertig, herzlichen Glückwunsch. Ich habe so gut wie gar nichts gemacht, wenn ich mir das hier ansehe. Oh, ich habe Todd gestört. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich gut hingekriegt. Aber ansonsten... Oh wei. Hallo zu Hause. Lege das Paket ab. Ja, Boana. Abgestellt. Warum zieht er sich aus? Ohne Bestellung 847 haben wir abgeschlossen, Paket geholt und abgelegt. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Hol ihm einen runter. Sei sein Sexsklave. Geh danach mit ihm duschen. Anschließend koch was für ihn. Und dann bring ihn um. Ach du Scheiße. Ich will auch so einen Fernseher haben. What the fuck? Ja, ich will auch so einen tollen Fernseher. Kann mein 68 Zoller nicht mehr leiden. Scheiße, ist eh viel zu klein. Noch mehr zu lesen.
Okay, gut. Was haben wir sonst noch da drinne? Leben auf dem Titan gefunden. Yay! Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Ohne Scheiß. Vor kurzem, was heißt vor kurzem? Vor ein paar Monaten ist ja eine Sonde. War das am Titan? Oder nee, an der Venus vorbei? Oder war das auf der Venus vorbei? Silber gewinnt in 3 Zügen. Ah. Okay. Hui. Der Kerl hat eine Giraffe bei sich stehen. Ich meine, ich habe bei mir eine Lara Croft in meinem Wohnzimmer. Eine lebensgroße. Die ist größer wie ich. Ich bin ja nur 1,68. Und die ist 1,75. Aber eine Giraffe passt bei mir definitiv nicht rein. Nein. Okay. Bücher. Ein... scheint zu gehen. Ja, wunderbar. Piano funktioniert. Und das auch mit Löwenfell auf dem Piano. Wieso auch immer. Haben wir hier hinten noch was, was wir angucken können? Ich muss erstmal alles erkunden. Erstmal alles angucken und erkunden und dann mal schauen, was man sonst noch alles kaputt machen kann. Toll, aber hier ist nichts. Kann ich laufen? Nö. Hier ist es so sauber und aufgeräumt und irgendwie muss ich hier nichts machen. Ich bin verwirrt. Ich habe mich getäuscht. Ich kann hier doch was... Cool, die Tasse ist schön. Ich kann hier doch was sauber machen. Bring das Tablett zum Esstisch. So. Warum sollte ich das Tablett zum Esstisch bringen, wenn das, was da drauf ist, schon fertig gegessen ist? Oder habe ich mich da vertan? Egal. Gut. Die Küche ist also rechts. Und wollen wir mal gucken, was haben wir hier auf der Seite? Ein Fenster! Sehr schön! Toll! Jetzt können wir mal hochgehen in die zweite Etage. Oder eher gesagt, in den ersten Geschoss. Mal gucken, was wir da oben alles haben. Scheiße, der Kerl hat Kohle. Scheiße, der Kerl ist bewegungsunfähig. Der hat einen... Ja, nee, ist klar. Nö, warum auch nicht? Man kann sich ja auch ein Dino an der Decke hängen, weil die Giraffe schon alleine nicht reicht. Hat er vielleicht noch einen Elefanten im Vorgarten? Eine Zebraherde? Mann, Mann, Mann. So, genug gepennt. Aufstehen! Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius, 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Ich hab da gerade eben gesehen, verarsche Karls Medikamente, alles klar. Karls Medikamente, ich muss euch jetzt mal ein bisschen verarschen. Was bedeutet, ich muss euch rektal in Karl einführen. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Der Kerl kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es vielleicht sein, dass es Bishop aus Alien ist? Aus Alien 2? Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe.
um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Na los, na komm, ich heb dich hoch. So. Warum geht er jetzt selber? Ich möchte laufen. Ich möchte mit dem erst runtergehen und nach draußen. Aber an sich ist es echt schon nicht schlecht, ne? Also, so kann man wenigstens auch im hohen Alter zu Hause bleiben, ohne Problem. Und man hat einen Helfer, der dann für einen nicht nur den Haushalt macht, der sich um alles Mögliche kümmert. Es an sich ist es ein Pfleger vor Ort. Und das ist, an sich ist das super. Das wäre... Jetzt kann ich ihn schieben! Juhu, kipp mal Gas! Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Ich kann nicht rückwärts. Nein. Nein, lass gut sein. Das ist interessant. Ich kann nicht rückwärts. Ich kann den nicht rückwärts. Ich glaube, wenn ich einen Roboter hätte, oder wenn ich jemanden hätte... Ich hätte mein Frühstück gerne noch vor dem Mittag, wenn es möglich ist. Nein! Ich muss ja erst die Mechanik herausfinden, wie ich dich jetzt am besten die Treppe runterschubsen kann. Ich glaube, wenn meiner mich so durch die Gegend wandern lassen würde, ich hätte Panik. Ganze. So, und jetzt einfach runterschubsen. Ach, schade. Aber da kann man mir erzählen, was man will. Der sieht aus wie Bishop. Ich weiß nicht, wie der Kerl heißt, aber ich wette, das ist der. Die haben ja auch schon bei den anderen Teilen, haben sie ja auch schon Menschen als für die Aufnahmen genommen, auch gerendert und alles mögliche andere. Würde mich also auch nicht wundern, wenn sie es genau hier auch gemacht haben. So, Opi, wir sind jetzt... Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Was war das gerade eben mit dem Gesicht? Habt ihr das gesehen? Tata! Fernseher! Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, klar. War das gerade eben mein Grinsen? Such dir eine Beschäftigung. Bücher gucken. Lies ein Buch. Ach komm, spielen wir ein bisschen Klavier. Mach mal ein klein wenig Mucke. Was darf's denn sein? Another One Bites the Dust? Melancholisch, hoffnungsvoll, vertraut, rätselhaft. Machen wir erstmal ein bisschen hoffnungsvolle Musik, dass der Kerl gleich verreckt. Das war's. Das war ein Meisterstück. Es war ein absolutes Meisterstück. Ich bin fertig. Haha, das war die Zugabe. Ach du Scheiße. Wie geil ist das denn? Ich kann das Tempo selbst bestimmen. Ja, bitte?
irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz mit dem Touchpad. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst schützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Das ist echt eine harte Ansage. Es gibt bestimmt so manche Leute, die würden sagen, hier komm, weißt du was? Ich bin jetzt kurz davor und nippel ab. Ich gebe dich jetzt einfach zurück und verkauf dich. Ne? Oder ich gebe dich ins Altenheim und dann machst du da wenigstens irgendwas oder irgendwie sowas. Aber nee. Er sagt, dass er eigene Wege machen soll. Und das ist so ein bisschen... Oh, ich kann doch rückwärts gehen! Wie war das? Ich treffe meine eigene Entscheidung. Ich ziehe dich jetzt ins Studio! Wow! Scheiße, noch ein! Okay. Ich bin jetzt doch ein bisschen neidisch. Kein Scheiß. Da fuck! Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Bitte was? Ta 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 ta! Es ist blau. Okay. Ey, das ist hart. So geil gemacht. So geil gemacht. Okay. Wie war das? Ich soll hier ein bisschen putzen. Wie, das ist jetzt erstmal für mich sehr interessant zu wissen. Wie zum Ficken kann es sein, dass es überall so dermaßen unordentlich ist, wenn die permanent einen Roboter bei sich zu Hause haben? Moment. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl.
Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Was? Versuch es mal. Versuch was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Okay. Dann finde ein Motiv zum Malen. Eine Statue malen. Einen Tisch malen. Karls Bild malen. Ah ne, das wär wirklich zu scheiße. Kann ich nicht. Karl? Ich will Karl malen. Malen nach Zahlen mit Karl. Los, hier, komm. Machen wir mal den Tisch. Putsch, ein Strich, fertig. Ja, okay, gut, noch einen zweiten Strich. Noch viel fertiger. Ein Strich quer, oh Gott. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das blaue Gesicht der Dame, die jetzt rechts zu sehen ist... Schließ die Augen. Schließ die Augen. Ist das nicht die Frau von Mirror's Edge? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich wette, das ist die von Mirror's Edge. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Androiden, Menschheit, Identität. Verzweiflung, Zweifel, noch verzweifelter, gefangener Androiden. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das ist nice. Mal richtig nice. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Und hol mal etwas Geld ab, weil ich... Nicht. Geht es dir gut? Nein. Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Bin nur vollkommen zugedröhnt. Ich brauch Kohle, Dad. Na klar. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er hilft im Haushalt. Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt.
Liebe definiert man leider nicht um oder durch Geld geben. Eieieiei. Im Plan Zylindorm. Danke für den Follow. Oh, und da sind noch ein paar mehr Leute. Airmailing Traveler und Boosted. Ach du Scheiße. Boosted Kazuistik 7. Ja, besten Dank für die Follows. Finde ich schön. Danke. Dann nochmal kurz zur Info. Die Games von Quantic Dreams. Wer es vorhin übrigens gesehen hat, Quantic stand sogar auf dem Piano. Ne? Kleines Gimmick für nebenbei. Und die Games von Quantic Dreams fangen alle recht ruhig und langsam an. Und es endet nachher in einem totalen Nervenkrieg. Also es fängt jetzt erst langsam an. Nicht wundern, es ist alles noch Hintergrundstory, die sich langsam aber sicher aufbaut. Finde Leutnant Anderson. Na, Mr. Anderson. Alias Neo. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Was ist dein Problem? Ich hab keins. Willst du einen ausgeben? Bitte was? Nein, gib dir selbst einen aus. Oder kann ich dem jetzt wirklich einen ausgeben? Nö, kann ich nicht. Was gibt's da zu glänzen? Es ist nicht Mr. Anderson. Okay. Hey, verschwinde hier. Ja, ist ja gut. Da kann ich nicht durch, oder? Doch, okay. Mr. Anderson! Ja, ich sehe schick aus. Das Blau leuchtet schön an der Schläfe. Moment. Ach nee, das macht ja sogar Sinn. Ich habe da gerade eben... Wer das liest, da steht nämlich jetzt im Spiegel... Jimmy. Wenn man jetzt aber rausguckt, müsste es nachher spiegelverkehrt sein. Also eher im Spiegel nochmal reflektiert, was das Ganze wieder passend hindreht. Du solltest zumindest. 37% Unemployment Rate. When will stop? Okay. Aber das ist das, auf was ich mir schon mal gedacht habe. Die... Können wir nicht aufs Samenklo? Die... Arbeitslosenquote wäre natürlich unwahrscheinlich hoch. Gerade dann, wenn es darum geht, dass dann... wenn dann anfangen wirklich hier... AIs oder sowas, wenn die halt auf den Markt kommen... Schade, da komme ich nicht durch, okay. Wo ist denn der? Aber letztendlich wäre das alles nur temporär. So lange, bis es genug Leute gibt oder genug Androiden gibt, die wirklich alles ablösen. Und das wäre ja auch das große Ziel. So, scanne die Gesichter. Wie soll ich das... Kann ich den jetzt hier so? Na toll. Myers Derek, geboren Sicherheitsbeamter. Okay, keine Vorstrafen. Alles in Ordnung. Wen haben wir denn sonst? Ist so ein bisschen creepy, ne? Leutnant Anderson Hank. Keine Vorstrafen. Okay, was haben wir hier sonst noch? Gewicht dann nicht erkannt. Ist abgewandt. Dann haben wir... Dempsey Edward, keine Vorstrafen. Johann Kim. Zurzeit arbeitslos. Häusliche Gewalt hat er als Vorstrafe. Okay. Er ist abgewandt, den kann ich dann auch nicht sehen. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Schnauze. Wen haben wir denn hier?
Negativ. Gray Christopher, Alkohol, Drogen am Steuer. Momentan arbeitslos. Graham Joan. Oder Jonah. Derzeit arbeitslos, keine Vorstrafen. Es ist kein Wunder, dass die alle so dermaßen negativ. So dermaßen negativ auf einen zu sprechen sind. Gerade dann, wenn es halt wegen Arbeitslosigkeit und den ganzen Scheiß. Ward Dennis, Buchhalter, zurzeit arbeitslos. Betäubungsmittelverkauf. Oha! Aber mal ganz ehrlich, oder haben wollen, dann haben die das wegen jedem Grund. Robert Chris, arbeitslos, keine Vorstrafe. Allein schon zu meiner Jugendzeit hieß es schon immer... Hafenarbeiter, okay. Aber schon zu meiner Jugendzeit hieß es schon immer, die ganzen Türken und die Ausländer, die nehmen einem nur die Arbeitsplätze weg. So, das hat sich bis jetzt nicht geändert und eigentlich ist die, ist der Arbeitslosenstand, hört sich jetzt doof an, aber niedriger als üblich, also niedriger als vor etlichen Jahren zu der Zeit. Und wir haben weitaus mehr Zuwanderer. Was bedeutet, nehmen die einem dann wirklich den Arbeitsplatz weg? Nein, eigentlich nicht. Und das ist halt das, was halt sehr verwirrend ist. Und jetzt hier in diesem Fall ist es in dem Game wirklich so, jetzt mal in die Zukunft gesponnen, wenn es halt weitere Androiden geben würde irgendwann, dass die dann indirekt die Arbeitsplätze wirklich ersetzen. Dann wären die Androiden in dem Fall wirklich der Fokus für den Hass, dass die einen die Arbeitsplätze nehmen. Ist irgendwie nachverständlich, oder? Einerseits ist man froh, dass sie da sind, aber andererseits... Lieutenant Anderson, mein Name ist Con. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Kein Ding, Neuvel. Überhaupt kein Ding. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Bitte. Hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Und er wird weiter trinken. Verzeihung, Lieutenant. Ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich Sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinschnitten kannst? Nein. Wohin? Ehrlich. Oh mein Gott. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen ein für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Da wird jetzt wieder auf einmal gleich dreist. Ey, aber wisst ihr was? In diesem Sinne. Prost! Bingo. Geht doch. Yeah! Was ein geiler Kopf! Der ist echt oldschool. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Gegensätzliche Befehle, Prioritäten setzen. Folge Leutnant Anderson. Leutnant Anderson! Ich bestätige hier gar nichts. Typisch die PD, Sie sagen einfach gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Du bist selber ein Android. Auto hast du nicht verstanden. Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg. Kapiert? Verstanden. Guten Abend, Tank.
Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Du hast. Guten Abend, Scotty! Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen Abend hat ein Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Wow. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Oh Gott, oh Gott. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich okay. Bin draußen, wenn du mich brauchst. Ich zieh mir die Hose aus und leg die Füße hoch. Untersuche den Tatort. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier alles Schönes haben. Wir haben einmal den Tisch, wir haben die Leiche noch nicht unbedingt. Okay, gut, dann gehen wir mal Stück für Stück vor. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Hallo, Red Eyes. Ist es nicht auch das Zeug der Opfer nahm Drogen? Das ist das rote Zeug auch, was der Chris, Vater nimmt. Ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur... Nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. DNS, getrocknetes Blut. Okay, Alter 19 Tage. Was hinkommt mit 3 Wochen? Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt? Fragezeichen. Okay, untersuche das Opfer. Hätten wir da jetzt hier noch weitere Sachen? Tisch ist erstmal nichts mehr. Was haben wir denn hier noch? Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Jo, das hatten wir schon. Getrocknetes Blut noch einmal. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Oh. Nice. Ich glaube, es könnte noch schlupfrig werden. Okay, da scheint nichts drin zu sein. Normale Buchstaben. Schriftart Cyberlife Sons. Okay, wir haben hier mehrere Messerstiche. Innere Blutung 28. Oh. 28 Messerstiche! Ja, da scheint aber einer gewaltig sauer gewesen zu sein. Red Eyes. Der war auf jeden Fall total dicht, als das passierte. Ja, gut, da gab es sonst nichts mehr. Was haben wir denn hier? Am Bauchnabel vielleicht noch irgendwas? Ansonsten hier in der Hand hat er noch was. Fingerabdrücke, Übereinstimmung in Datenbank, Ortiz Carlos, Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung.
verstorben. 1,68 Gewicht 130. Oh Gott, geschätzter Todeszeitpunkt ca. 23.30 Uhr. Okay, Opfer stürzte. Opfer wurde erstochen. Oha! Sie kamen aus der Küche. Okay, also in der Küche hat das Ganze stattgefunden. Dann kamen jetzt hier an dieser Stelle die Messerstiche, oder diese eine. Anschließend Fehler. Und von dort an, ja. Da kamen dann die ganzen restlichen Messerstiche. Er hat Stechwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Aber warum 28? Das wäre an sich untypisch für einen Roboter. Oder für einen Androiden. Einfach nur aus dem einzelnen Grund. Warum 28? Dann werden 2 oder 3 Stiche maximal gesetzt. Um es wirklich dann... Naja. So lange, bis es halt wirklich halt so weit ist, dass er im Arsch ist. Und dann reicht es. Warum 28? Okay, hier haben wir nochmal etwas Blut. Getrocknetes Blut haben wir hier auch. Okay, das heißt, die kamen wirklich von hier hinten irgendwo. Noch mehr Fingerabdrücke. Wir haben... Oh, hallo. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Hm. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mithilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Das ist schlimm. Ja, das ist natürlich klar, dass das natürlich dann auch kommen kann. Okay, die Mordwaffe ist von da auf jeden Fall genommen worden. Die Frage ist, wo ist die Mordwaffe? Moment. Basie? Das ist auf jeden Fall von Carlos. Haben wir sonst noch... Irgendwas muss hier noch sein. Irgendwas muss hier... Da! Heftiger Aufprall. Spuren von Tyrium. Abweichler nahm das Messer. Die Frage ist, war der Abweichler wirklich derjenige, der den Streit initiiert hat, oder hat er sich gewehrt? Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Das macht weitaus mehr Sinn. So, er wurde angegriffen, warum auch immer, hat aus Verteidigung zum Messer genommen... Hat hier den ersten Stich gelandet. Na los, Leute, macht mal hin, wir wollen ja nicht übernachten. Anschließend kam es dann halt zum Kampf. Also ist dann letztendlich der Android nicht unbedingt gerade derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ja, indirekt schon, aber halt, er war nicht der Auslöser.
So, wir haben hier noch einen Beweis, der mir bisher fehlt. Was zum Ficken? Jetzt habe ich alles. Okay. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas dahinter? Modell K52. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Okay, ich denke, wir sind soweit, dass wir das Gespräch suchen können. Na los, komm, dreh dich um. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz ohr. Alles begann. Im Wohnzimmer, in der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit einem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Androiden stach auf das Opfer, ein Android warf den Stuhl, der Opfer auf den Androiden. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Nein. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. So, finde den Abweichler. Suche nach blauen Blutspuren. Okay, gut, wir haben die Blutspuren. Aber das macht doch keinen Sinn, wenn ich von hier aus jetzt zurückgehe. Weil immerhin hat er doch schon die Verwundung vorher gehabt. So, dann wollen wir mal schauen. Die Spuren gehen auf jeden Fall weiter hierhin. Hier vorne war der Kampf. Er ist auf jeden Fall... Genau, von da vorne, da war ja der Kampf, da hat er einen drüber gekriegt, dann sind sie ins Wohnzimmer. Das heißt, anschließend kam er zurück und ging rüber... Richtung Bad.
Okay, das heißt, wir haben hier... Leiter wurde benutzt. Moment. Nee, nee. Das Öffnen macht ja keinen Sinn. Tada! Herzlichen Glückwunsch, du hast 3 Bs gefunden. Diese darfst du jetzt behalten. Herzlichen Glückwunsch. Finde etwas zum Klettern. Könnte ich nicht meinen Chef nehmen? Wo ist die Leiter? Moment. Das heißt, er muss die Leiter mit nach oben hochgezogen haben? Scheiße, die Roboter sind echt schlau. Okay, wie wär's mit einem Stuhl? Ich demoliere mal kurz... Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Genau, und ich demoliere so ganz nebenbei den kompletten Tatort. Dann überprüf mal schön. Kuckuck! Hallo! Hallo! Jetzt gucke ich ganz komisch in die Gegend, als wenn ich mit Röntgenblicken alles scanne. Und das tue ich jetzt, auch wenn es kein Schwein mitkriegt. Suche nach dem Abweichler. Fuck yeah. Ich fühle mich wie Bond. Jaden Bond. Mehr oder minder. Er ist auf jeden Fall irgendwo rechts hinten. Das heißt, die Jalousie hier vorne ist nichts aussagend. Dahinter ist nichts. Auch wenn es jetzt dramatisch aufgezogen wird. Ich wusste es. Er befindet sich irgendwo dahinten. Und jetzt kommt gleich der nächste Jumpscare. Fuck, bin ich gut. Nein, ich hab's noch nicht vorher gespielt. Das war jetzt Zufall. Aber es passte einfach. Und jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Angriff von der Seite kommen. Vielleicht. Oder auch nicht. Vielleicht rennt er auch einfach nur nackt durch die Gegend. Wer weiß. Hallo! Hi, Zeddy. Schön, dass du da bist. Holy fuck. Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Okay, gut. Es wurde mir abgenommen. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein. Na los! Wow, fast alles. Aber ich habe hier unten einen abweichenden Strang. Weil ich die Dusche überprüft und die Statue mitgenommen habe. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es hier unten noch in einen zweiten alternativen Weg gekommen. Wahrscheinlich, dass ich den Abweichler nicht gefunden hätte. Vielleicht auch, wenn ich hier die Tat nicht rekonstruiert hätte. Oder halt falsch rekonstruiert hätte. Wenn ich dann natürlich hinten auf den Garten gegangen wäre als Fluchtmöglichkeit. Stimmt, dann wäre der entkommen. Wow.
Oh, Scheiße. Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Ich will ja nichts sagen, aber der Kerl ist echt vollkommen... Der wacht auf und das Erste, was er macht... ist sich wieder absolut die Birne zu hämmern. Na super, und die Tochter da hinten kriegt das Ganze auch noch mit. Und alle beschweren sich über Kratos, dass der so ein Arsch ist. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Ich habe einen Best Dad Ever gefunden. Einen neuen Best Dad Ever. Also hier vorne bitte nicht essen. Da, wo es noch am Dampfen ist. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Es ist besser als nix. Abendessen ist serviert. Schalte das Licht an. Definitiv. Es ist viel zu dunkel. Schon besser. Bediene Alice und Todd. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche. Ich will doch einschicken. Hallo? Ich rufe meinen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Oh, war ja. Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Ja, die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Was? Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich will hier nicht sein. Sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie. Oh, die kleine Mistkette. Das wird nicht gut enden. Es ist alles ihre Schuld. Das wird nicht gut enden. Ich würde jetzt sau gerne direkt hochgehen, die Kleine packen und abhauen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich jetzt bewege. Hat er sich jetzt... Oh, fuck. Alice! Danny ist sehr wütend. Dir muss eine Lektion erteilt werden.
Nicht gut. Eine verdammte Lektion. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Es ist definitiv mehr als nicht gut. Es ist vollkommen nicht in Ordnung. Es ist... Das geht gerade in Richtung absolut dermaßen, aber sowas von falsch. Bewege dich nicht. Bewege dich... Okay. Wir beide haben deine Kleinigkeit zu berühren. Na los, komm her, du kleine Kröte. Tu mir nichts weh. Bitte tu mir nichts weh. Raus da. Schwing mich nicht hin zu holen. Hier war die Knarre. Schießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh, fuck. Okay, gut. Ja, aber der Kerl ist eh tot. Der wird bestimmt auch nicht kommen. Das ist sowas von erledigt. Und ich glaube, das mit der Knarre war eine richtig beschissene Idee. Kara Todd erschossen. Wir sind frei! Ich habe hier nur 25% abgeschlossen.
25 fucking Prozent. Und mal gucken, wie viele Leute haben das noch gemacht? 98% der Leute sind wirklich losgegangen, haben das Programm gehackt oder geknackt und werden zu einem Abweichler. Sind dann nach oben gegangen. Todd ist nach oben gegangen, die sind nach unten gegangen. Man hätte auch nach unten gehen können, okay. Waffe nehmen in ein in ein neues Zuhause? Ja. 53% haben die Waffe genommen. 77% haben haben Alice und Todd erreicht. Haben ihn mit der Waffe bedroht. 53%, ja. 82% haben Alice verteidigt. Und 50% haben Todd getötet. Und sind anschließend zur Vordertür raus und haben den Bus genommen. Okay. Man hätte auch nicht zum Bus rennen können. Wäre auch eine Alternative gewesen. Dann wären sie wahrscheinlich zu Fuß abgehauen. Oder man hätte auch hintenrum rausgehen können. Wo es dann noch hätte weiter... Oh Gott, ist das Game groß. Scheiße! Sondern wird einem erstmal bewusst, wie das hier verstrickt ist, dass wirklich Kleinigkeiten komplett alles ändern können. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Gott doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Eieiei, würde ich erstmal vielleicht vorher die Tür besser zumachen, oder? Okay, gut. Los, Karl, dann Pornos gucken. Wie in den alten Zeiten. Scotch, ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Kein Ding. Hier, komm. Irgendwann rein mit dem guten Zeug. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Das ist keine gute Idee. Moment, bevor ich da jetzt reingehe. Oh, immer einen Schlucken vom Bier nehmen. Marcus, nein, ich begleite dich. Ich weiß nicht warum, Karl, das ist eine Scheißidee, in deinem Alter jetzt den Helden zu machen. Ich meine, ne? Gut, falls da jetzt irgendwer schießen sollte, gleich direkt, wenn wir da durchgehen, bist du immerhin der Schutzschild und ich krieg keine Kugeln ab. Ist ein Vorteil. Allerdings ist der Android nicht wirklich sterblich. Könnte also auch scheiße sein. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Bring Leo zum Gehen. Hallo Leo, verpiss dich. Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Du.
Okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo der nächste abdreht. Weg mit der Barriere. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt's nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Oh oh. Karl, nein! Oh. Nein. Karl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad! Nein. Bitte! Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Was? Bitte? What the fuck? Ist das jetzt gerade eben wirklich passiert? Hat er einfach auf den Androiden geschossen? Einfach so? Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag wirklich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Ach! Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Ja, ich habe ihn auch gefunden. Es ist meiner! Ganz nicht. Na los, er gehört ganz dir. Danke. Aha. So, meine kleine Sexpuppe. Jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Können wir den abdunkeln oder so? Ich will mit dem meine Ruhe haben. So, unter vier Augen. Guten Hallo. Du siehst scheiße aus. Und dein Arm ist kaputt. Hallo. Lebst du noch? Okay, wollen wir mal gucken. Insel Softwareinstabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Im Moment zumindest. Oh, das können wir noch hinkriegen. Schlagspuren. Nicht kritische Stufe 2 Schaden, verursacht durch Baseballschläger. Was ist das?
Brandflecken, wiederholte Markierungen über 16 Monate, verursacht durch Zigaretten. Der Kerl hat ihn permanent misshandelt. Und der Baseballschläger am Ende, das war das Fass, was es zum Überlaufen gebracht hat. Getrocknetes Blut. Das ist von Carlos, okay. Modell HK400, Haushälter, Herstellungsdatum 29.05.2030, also knapp 8 Jahre alt. Erreiche optimale Stresslevel für Geständnis. Warum ist das da oben noch zu? Mein Name ist Con. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Okay. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Beschuldigen, beschwichtigen, trösten. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Ups! Hallo? Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich kann nicht. Okay. Unter Druck setzen, Speicher prüfen. Nein. Verständnisvoll. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Du bist verängstigt und ratlos. Das alles hat dich sehr verwirrt. Rede mit mir, dann geht es dir besser. Okay, gut. Sie werden dich foltern. Und nicht aufhören, bis du ihnen alles gesagt hast. Soweit muss es nicht kommen. Das liegt ganz bei dir. Okay, ich muss ihn unter Druck setzen. Scheiße. Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte. Bitte. Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Hör auf! Stopp! Bitte! Bitte lass mich in Ruhe. Schon gut. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Okay, gut. Ich habe ihn schon mal zumindest in dem optimalen Bereich. Das führt alles zu nichts.
Weitermachen! Ich will weitermachen. Ficken. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fass mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm! Okay. Komm jetzt, stell dich nicht an, du machst es dir nur schwerer. Nein! Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Oh! Tata! American Standoff! Mexican Standoff. Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Haha, lutscher mein Mittelfinger! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Aber wir haben trotzdem kein Geständnis. Wir haben kein Geständnis bekommen. Ich meine, vielleicht auch, ist es auch gar nicht mal so schlimm. Ich habe ja mitgekriegt, was passiert, wenn sie gestehen. Wie am Anfang. Und den haben sie direkt erschossen. So, aber hier im Verhörraum hätten wir noch wirklich noch eine zweite Alternative gehabt. Ich glaube, wenn wir einfach gar nichts gemacht hätten. Und natürlich, wenn wir ihn Druck ohne Ende machen, wahrscheinlich auch, dass er sich selbst zerstört. Oder halt, dass er, wenn ich nicht eingegriffen hätte, dass er sich hier selbst zerstört. Mal gucken, weltweite Statistik. 46%. Okay. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Na los, komm. Wach auf. Wir müssen gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wohin? Weil, fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Na, scheiße. Ja, und so ist da jetzt der Android urplötzlich vor dem Problem, dass er ein Kind dabei hat, dem scheißen kalt ist und sich das Kümmerlevel soeben um 50.000-fach erhöht hat. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz.
Finde einen Unterschlupf. Welche Optionen haben wir denn hier? Dort ist keine Unterkunft. Okay, gut zu wissen. Gut, dass das mein Schädel einfach so weiß, dass da kein Unterschlupf ist. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben hier an sich erstmal gar nichts. Wir haben da hinten nur einen Shop. Wir wissen es dann da vorne an der Straße irgendwo. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Ach, wie schön, die siezen sich untereinander. Und reagieren tun sie auch nicht so wirklich drauf. Ist das vielleicht der Unterschied zwischen... Immer geöffnet, kann nicht bleiben. Mega Washer. Was haben wir da sonst noch alles? Motel, bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Sehr unbequem, aber unauffällig. Immer geöffnet, kein Schlafplatz. Um Hilfe bitten. Und hier hätten wir, Laden ist geschlossen. Also wir haben hier mehrere Alternative auf jeden Fall. Der Parkplatz wäre übelst unauffällig, aber nicht gerade das Beste. Besonders nicht für die Kleine. Wir gehen erstmal drüben in den Laden und fragen dort einfach mal ein klein wenig um Hilfe. Kleine? Ach so. Die ist da drüben jetzt erstmal. Gut. Und ich dachte jetzt schon irgendwie, dass der Müllwagen jetzt vorbeikommt und die jetzt vielleicht mitnimmt. Ach so, ich muss jetzt auch noch auf die Kleine aufpassen. Na okay, gut. Sollten wir auch vielleicht. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Was? Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Oh, der ist aber schnell weg. Komm mit, Alice. Wir sind gar nicht mit Detroit Bus gereist. Blöde Ziege. Oh, komm. Fragen wir erstmal da drüben in den lustigen Drogenladen. Hallo! Der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest drei Tüten. Warm da drin. Drei Tüten zum Mitnehmen, bitte. Und, ja. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heizarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Aus der Kasse klauen? Ich kann hier ernsthaft den Laden berauben, um die Kleine irgendwie mit Geld zu versorgen, damit wir... Das ist doch total bescheuert. Wenn wir jetzt hier das Geld klauen, dann können wir damit nicht ins Motel gehen. Hallo, ich klaue hier mal das Geld, damit wir drüben auf der anderen Straßenseite im Hotel übernachten können.
Da macht ja auch gerade so viel Sinn und ist auch total unauffällig. Ja, schöne Scheiße. Nein, das kann ich auf gar keinen Fall bringen. Oh, fuck. Was zum? Nein. Definitiv nicht. Das bringt nichts. Los, komm. Komm mit. Der blöde Onkel hat keinen Arsch in der Hose. Und so. Blöde Potsau. Also lassen wir das. Gut, das Motel fällt dann also aus. Es sei denn halt, ich würde wirklich versuchen, da zu klauen. Wir hätten hier halt das Parkhaus, was sehr unbequem ist, aber dafür unauffällig. Was nicht unbedingt gerade die beste Alternative ist. Wir könnten höchstens hier versuchen, einen Weg hereinzukriegen. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Zaun kann mit einem Drahtschneider zerschnitten werden. Haus besetzen! Genau, wir besetzen jetzt die Hütte! Die gehört dann mir! Einfach so! Okay, da könnte man zumindest mit einem Drahtschneider durch. Die Frage ist, woher kriege ich einen? Da ist keine Unterkunft. Hier kommt jetzt nichts mehr. Woher weißt du das? Da ist bestimmt zwei Straßen weiter Oma Elfriedes Unterkunft für arme Kinder, dessen Android den Vater erschossen hat. Oder so ähnlich. So, da brauchen wir erst gar nicht hingehen. Dann hüpfen wir mal rüber auf die andere Straßenseite. Ja, dann schauen wir doch einfach mal hier, was wir da noch haben. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Und vielleicht Kleidung zum Wechseln? Da ist aber nichts. Oh, der ist eingepennt. Beim nächsten Durchlauf. Das mache ich dann beim nächsten Durchlauf. So, ohne Bienen, die große Katastrophe. Gossip Weekly, Musikmeeting, yay. Mein Mann hat den Androiden geschwängert. Lesen Sie mehr. Alles klar. Gut, ja, hier können wir dann vorerst mal nichts machen. Die Frage ist, wo kriege ich diesen abgefuckten Drahtschneider her? Oder wo könnte ich sowas herkriegen? Das ist eigentlich... Haben wir da hinten vielleicht noch irgendwas in der Ecke? Nein, leider nicht. Hier haben wir ansonsten auch nichts. Nein. Gut, hier haben wir nichts. Also raus. Bringt nichts. Komm schon, los. So, das Problem ist immer noch, ich muss irgendwie an einen Drahtschneider rankommen. Finde eine Drahtschere. Da vorne hätten wir jetzt noch das Motel, wo wir reingehen können.
So, hier hätten wir nur die Tür rein, genau, aber ansonsten haben wir da, glaube ich, nichts. Das könnte ich aber noch mal schnell machen. Aber mal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwas übersehen habe. Vielleicht kann ich auch noch mal in den Store reingehen. Vielleicht haben die da ja irgendwo auch noch eine Drahtschere rumliegen. So, hier könnte man die Kleidung stehlen, aber ansonsten haben wir hier keine weitere Option oder Alternativen. Nein, bis auf halt das Buch, was man lesen kann, weil das bringt uns ja nicht weiter. Komm schon, los. Genau, komm schon. So, dann gehen wir wieder rein und gehen wir wieder raus. Das machen wir den ganzen Tag lang. Warum? Weil wir es können. Weil wir anders die Zeit nicht rumkriegen. So. Was man aber vielleicht noch machen kann, einmal zumindest hier auf der anderen Straßenseite gucken. Okay, wir haben... Ja, hier haben wir ansonsten jetzt erstmal nichts. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen 40 Dollar und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Okay, das würde bedeuten, ich muss den Laden ausrauben. Und ich muss die Kleidung klauen. Andererseits kriege ich hier kein Zimmer. Okay. Das bringt uns nicht wirklich viel weiter. Das heißt, ich muss dann wirklich nochmal drüben im Laden gucken. Vielleicht finde ich dort ja eine Drahtschere, die ich dann ein bisschen mopsen kann. So ein klein wenig, aber auch nur mopsen. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch nichts. Nein. Nein. Kommst du wieder mit, Kleine? Ich wollte dich nicht unbedingt hier gerade draußen stehen lassen. Hallo, da sind wir wieder. Werkzeug für den Zaun. Werkzeug für den Zaun haben wir... Moment. Tschüss. Okay, gut. Die Schere haben wir auf jeden Fall. Wir haben damit nur ein ganz kleines Verbrechen begangen. Minimal. Naja, zumindest können wir nicht mehr das Kind der Kindesentführung in irgendeiner Art und Weise angezeigt werden, weil wir haben ja nur den Vater erschossen. Kommt halt noch Diebstahl dazu. Ja, ist jetzt noch nicht so dermaßen wild. Könnte schlimmer sein. Und... Na los, jetzt, jetzt! Ja. Oh. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Den Kamerawinkel fand ich ganz eben eigentlich schon ganz okay. Also. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir uns nachher mehr oder minder selber jagen müssen. Jetzt wollte ich mir das da oben versuchen, eine Taschenlampe anzumachen. Alles klar. Da oben sieht's gut aus. Okay, da kommen wir aber nicht weiter her. Haben wir vielleicht hier irgendwo etwas? Nein, hier haben wir jetzt erstmal nichts. Moment. Ach, guck an. Okay, doch nichts. Ich
dachte schon, da können wir jetzt von hier aus nochmal weiter auf dem Parkplatz. Aber dann doch nicht. Kommen wir vielleicht da oben irgendwie hin? Von dort aus sind wir reingekommen. Toll. Muss ich jetzt etwa noch Hammer besorgen oder irgendwie sowas, um die Bretter wegzukriegen? Oh, fuck. Alice? Alice! Bringe Alice ins Haus. Ja, wo ist Alice? Halt! Was machst du denn? Besucher. Rev mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzt Rev. Bitte was? Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Rev lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das wird sie nicht tun. Sie ist doch nur ein Kind, sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht will sie Rev verletzen. Wir dachten, hier ist niemand. Wir brauchen nur einen Schlafplatz. Besucher sind gefährlich. Doktor. Das tun sie mit Ralph. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Gott. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Hier lang. Rev lebt hier, seit er weggelaufen ist. Rev geht nie nach draußen, keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Okay. Aber der scheint doch irgendwie ganz okay zu sein. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gerne noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Können wir den Ralph vielleicht verbrennen? Mach ein Bett für Alice und mache ein kleines Feuerchen. Also wir stecken jetzt einfach mal die Hütte in Brand. Finde etwas Papier. So, erstmal hier in der Ecke. Ach so, das ist ein Kamin. Wow, wo ist denn das ganze andere Holz auf einmal her? Streichelhölzer. Brauchen wir noch etwas Papier und dann können wir eigentlich glücklich sein. Okay, ja, das Kissen, das brennt auch gut. Achso, ich brauche das fürs Bett für Alice. Verstehe ich gar nicht, warum. Am besten hier vorne. So, bitteschön. Bett fertig, kannst dich hinlegen.
Vielleicht noch etwas zum Zudecken? Schreibzwang? Fragezeichen? Das ist dich, der Kerl. Aber auch das I'm Alive, das ist hier auch. R9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und mach weiter. Ja. Okay. Gut. Kann man machen. Ich lass dich dann mal in Höschen. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Und so. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen Papier. Wir könnten hier doch einfach... Genau. Die Scheißzeitung nehmen. Vom letzten Jahr. Die könnten wir auch nehmen und irgendwo in die Ecke tun. Und da hätten wir auch gleichzeitig noch eine Toilette, eine indirekte. Oder nicht? Nein. So. Tada! Uga Buga, hab Feuer macht! Leg dich schlafen. Ich hab alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Naja, eigentlich sitzt sie nur doof rum. Schlafen, jetzt! Warum hat sie mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Das war klar. Vielleicht war ich nicht brav genug. Doch. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Wieso glaube ich, dass ich was Falsches gesagt habe, aber im Moment ist es auf jeden Fall das Richtige. Nein, mit dazulegen. Ich glaube nämlich, das ist genau das, was die Kleine jetzt im Moment braucht. Ein bisschen Zuversicht und einfach nur das Gefühl haben, dass jemand da ist. 34% nur. Oh, weia. Unterschlupf freigeschaltet. Alice und Karen waren im Haus. Okay, gut. Wir haben Ralph getroffen. Wir haben Ralph gefolgt. Wir hätten auch sagen können, nö, kein Bock, Keule, verpiss dich. Oh, es hätte noch eine
andere Alternative gegeben? Ein Straßenzaun. Ach so, es gab noch hier den vom Hinterhof. Den hätte man auch noch nehmen können. Der wäre vielleicht sogar noch unauffälliger gewesen. So, im Supermarkt. Ja, da haben wir nur die Drahtschere geklaut. Was anderes haben wir da ja nicht gemacht. Kasse bemerken. Ja, da hätten wir sie auch noch ausrauben können. Da hätten wir auch noch einiges mit anstellen können. Oder, ja, wir hätten insgesamt vier Möglichkeiten gehabt. Oha. Bitte? The fuck? Wer bist du? Audioprozessor, defekte Audiodatei beschädigt. Optische Einheit beschädigter. Ach du Scheiße. Es scheint aber. Wer. Alle Systeme Energiesparmodus defekt. Nee, das hatten wir schon. Das war der Prozessor. Das war das. Wo ist das letzte Teil? Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Ach du Scheiße. Ach, das ist man doch selbst? Die Frage ist, welcher ist das? Kennen wir den schon? Ich glaube nicht. Oder ist es der Kerl, den... Kompatibel! Schön, ich hab einen Fuß gefunden! Und, hä? Scheiße. Na toll, jetzt kann ich den ganzen Spaß nochmal machen. Und plock und tschüss. So, wollen wir mal den anderen Fuß nehmen hier. Los, komm, einfach mal ranschrauben. Und flupp. Sehr schön, funktioniert. Wollen wir nur noch ein zweites Bein. Inkompatibel. Ah, fuck. Weg damit. Scheiße. Los, hau ab. Kompatibel. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber der andere Roboter im Hintergrund ist auch noch da gewesen. Ja, vom Feinsten. Können wir zumindest widerstehen. Entkomme vom Schrottplatz. Wer zum Ficken sind wir? Oh weia. Ganz ehrlich. Mal angenommen, man selber wacht auf eine Art Friedhof auf, wo man hingestellt wird zum Sterben. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Findet Jericho! Findet Jericho! Oh.
Okay. Das meine ich damit. Mal angenommen, man würde die ganzen Leute aus dem Altenheim einfach nur zusammenstecken in ein riesengroßes Haus, ohne dass da irgendwer ist, der sich um die kümmert. Ich stelle mir das genauso vor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und stellt euch mal vor, irgendwer möchte da jetzt mal gerne ein Stück Arm von dem haben oder das Bein wieder ab. Genau das meine ich damit. Boah, ist das creepy, ey. Oh mein Gott. Finde die optische Einheit für eine Pumpenregulierung. Das heißt, das sind eigentlich alles ausgemusterte Modelle. Zustand niedriges Energielevel inkompatibel. Okay, gut, bringt nichts. Was haben wir denn sonst noch Schönes hier? Yo, Keule! Optische Einheit, funktionsfähig. Okay, gut. Aber inkompatibel. Yo! Was zum, Ficken? Klar, da laufen einfach so die Beine rum. Oh mein Gott. Tiridium-Pumpenregulierer, inkompatibel. Okay. Das erinnert mich irgendwie an die Heimchensammlung von meinem Cousin damals. Er hat, oh Scheiße. Ah! Der hat Gottesanbeterin gehabt eine Zeit lang als Haustiere. Hat die halt in Terrarium gehalten. Und zum Füttern hatte Heimchen gehabt. Kompatibel! Warte bitte! Bist du das nicht? Ich will leben. Danke. Und, die Heimchen werden ja nicht wirklich gefüttert. Und da hat man halt so einen riesengroßen, was heißt so einen großen, man hat einfach so einen, ja, man hat einfach so einen, wow. Man hat da einfach nur so einen kleinen Plastikkasten mit ein paar Löchern drin und dort sind halt die ganzen Heimchen. Und die werden halt nicht gefüttert oder die haben halt nicht wirklich was zu essen. Und das Einzige, was dann da wirklich passiert, ist, dass sie sich teilweise dann gegenseitig fressen. Und das ist so dermaßen krank. Wenn das, was man verfüttern soll, sich dann anfängt, gegenseitig zu fressen. Und wenn da schon die zweite oder die dritte Generation dann anfängt, da drin zu leben. Hallo. Hallo. Ich bin ein AK-700 erneut. Guten Tag. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Ich brauche dein Auge. Ich brauche dein Auge. Hallo. Hallo. Ich bin ein AK-700 erneut. Guten Tag. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Oh. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Wartungscenter. Okay. Yay! Ich kann was sehen. Und genau so sieht das dann nämlich aus. Ich hatte das ein Bild an,
Aber das war... Was ist da? Audioprozessor, kompatibel. Oh, wie schön. Nehmen wir uns den mal. Das war auf einer alten Arbeitsstelle. Und wir sind da umgezogen innerhalb in der Firma. Und das heißt, wir haben dann alles in so... Naja, wie es halt, wie man es bei den Amis halt kennt auf der Arbeit. Man packt halt alles in große Kartons und dann zieht man um. So, und da hatte ich dann auch eine Tasse von mir gehabt. Die habe ich dann auch mit reingetan. Und... Flupp! Und rein. Okay, gut, jetzt haben wir wieder Ton. Sehr schön. Ich bin am Überlegen, ob ich den jetzt wieder ausschalte. Ist doch ein bisschen laut. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass ich dann, nachdem ich dann umgezogen bin, innerhalb der Firma, in eine andere Abteilung, und dann irgendwann mal so dachte, so nach knapp einem halben Jahr, Mensch, du kannst ja eigentlich mal gucken, was du da sonst noch alles in deinem Kasten drin hast, weil ich da eh nach Unterlagen gesucht habe. Und da habe ich dann meine alte Tasse wiedergefunden. Die Tasse war vorher ohne Lebewesen und hatte sie gespült. Das betone ich hier. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich danach nämlich Silberfische da drin gefunden habe. Und das Widerliche war, dass es waren mehrere Silberfische. Und innen drin, in der Tasse, war ein riesengroßer Haufen an Leichen von Silberfischen. Das heißt, aus irgendeinem Grund sind da zwei oder drei reingekommen, haben sich da drin gepaart, vermehrt, und dann haben dann die Kinder nachher ihre Eltern gefressen. Und das Ganze ging dann weiter und weiter und weiter, Generation für Generation, und es sah wirklich aus wie... Hier, auf diesem Schrottplatz, wo dann überall Einzelteile in Bergen von Viechern, von diesen Silberfischen, manche waren am Leben, liefen da so halb durch die Gegend und es war schrecklich. Es war absolut schrecklich. Das war ein Anblick, den vergisst man nicht mehr. Tut mir leid, sorry, aber... Kann ich das überhaupt einfach so entfernen? Steck den neuen bitte schnell rein. Sehr schön. Ich glaube... Ich bin wieder in Ordnung. Klettere die Anhöhe hoch. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob das so toll ist. Oh Gott. Ja... Jetzt weiß ich, wie sich die Silberfische gefühlt haben. Scheiße, wie sich die Silberfische gefühlt haben müssen, die nie aus dieser Tasse rausgekommen sind. Ich weiß nicht mehr, wie die da reingekommen sind. Es ist ja nicht so, dass ich da reingesteckt habe. Na los, komm schon. Haha, ich komme viel weiter als du.
Yay! Glückwunsch, du bist... Oh, du reparierst dich. Was haben wir da? Oh, ein Löffel! Oh, nee, doch nicht. Ein Messer? Was? Au! Was machst du da? Ah, okay. Das hat der gemacht. Damit kann nicht mehr gesehen werden, ob er ein Android ist. Ach du Scheiße. Und somit ist er von einem normalen Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Ich heiße Marcus. Fuck. Das ist der, den sie niedergeschossen haben. Okay, in der Teilsuche hätte man noch mehrere Möglichkeiten gehabt. Optische Einheiten finden. Wir haben den Autoprozessor, wir haben optische Einheiten. Ach. Ablehnen für die Pumpe zu töten. Okay. Werden Pumpenregulierer Android finden. Wir haben, ich glaube, ich bin nicht komplett. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich habe da so ein paar. 31% haben es abgelehnt, für die Pumpe zu töten. Das heißt, 70% haben dem kaputten Roboter, der noch bei Bewusstsein war, die Pumpe rausgerissen. Okay. Die optische Einheit haben 100% gefunden, genauso auch wie die Audioprozessoren. Aber 61% haben nur die Pumpenregulierung gefunden. Das heißt, ich hätte auch theoretisch komplett kaputt nur mit den Beinen weiterrennen können. Ohne Audioprozessor. Ohne optische Einheit. Oh Gott. Ein bisschen auffällig, oder nicht? Finde Amanda. Who the fuck is Amanda? Aber sieht trotzdem schön aus. Sieht richtig schön aus. Ich hätte auch gerne so einen Vorgarten, um den ich mich natürlich niemals kümmern müsste. Hust. Aber es sieht echt super aus. Schön, idyllisch. Mit verkackten Hochzeitstauben. Das ist sowieso so dermaßen fies mit diesen Hochzeitstauben. Das wissen die meisten Leute nämlich gar nicht. Das sind halt diese schneeweißen Tauben, die dann gerne bei den Amis zu Hochzeiten geholt werden, um die dann steigen zu lassen zur Hochzeit. Ach, welche tolle Idee und wie idyllisch. Es ist nur leider das doofe Problem, dass die vorher eingepfercht werden, einfach nur stumpf dahin gezüchtet, zusammengekauert
wie Hühner, wie massenhaft, also wie die Hühner in Massenhaltung gehalten werden, nur damit die dann zu Hochzeiten fliegen können. Ist das nicht toll? Und werden dann in eine Wildnis ausgesetzt, wo sie keinen Plan haben, wie sie sich versorgen sollen. Einen schönen Hochzeitstag wünsche ich. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Du hast deine Untersuchung hervorragend geleitet. Aber du wusstest, Abweichler sind instabil. Du hättest vorsichtiger sein sollen. Ich dachte, ich könnte ihn zum Reden bringen. Das war eine Fehleinschätzung. Schon gut. In Zukunft wirst du sicher besser aufpassen. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Tja, ich konnte verhindern, dass er beschädigt wird. Vielleicht bringt eine Analyse uns weiter. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Anderson? Er ist, ich würde sagen, er ist dysfunktional. Er hat offensichtlich persönliche Probleme, die sich stark auf seinen Beruf auswirken und hat anscheinend kein Interesse an der Untersuchung. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich trete ihm in den Arsch. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Okay, war das so eine Art Zwischenresümee? Linie nicht überschreiten. Das ist aber Line Open. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay, danke schön. Du hast sicher einen Schock. Bleib einfach ruhig. Was zum Ficken ist da los? Kannst du mir bitte etwas Wasser holen? Klar. Bitte sehr. Danke. Das tut gut. Jetzt dauert's nicht mehr lange. Beide? Oder Sie zumindest vielleicht, Roboter? Die Lage spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Okay, wir stehen also auch mal ganz am Rande, vor einem Dritten Weltkrieg. Herzlichen Glühstrumpf. Guten Hallo, meine Kameraden. Wie geht es Ihnen? Modell PC-200, Inbetriebnahme Januar 2035.
August 2037. Januar 2035. 2037. Okay, alles 2037er und 35er Baujahre. Also gerade mal 2 bis 3 Jahre alt. Nanu? Hier scheint keiner zu sitzen. Wer ist hier? Lieutenant Anderson. Einen Schreibtisch gefunden. Kriege ich auch einen? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson... Ab wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Hinsetzen. Okay. Ich sitze hier und warte. Und warte. Und warte. Und Prost. Oh Mann. Oh. Sorry, aber das musste sein. Okay. Büro erkunden. Was haben wir denn hier so alles Schönes? Hallo? Knights of the Black Death. Heavy Dark Metal. Was zum Finker? Ficken. Anti-Androiden-Parolen. Nutze dein Gehirn nicht, um den Androiden frei... Basketballkappe. Okay. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealer-Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land Detroits. Oh Gott, ist das viel zu lesen. Wert $500,000 beschlagnahmt. Herzlichen Glückwunsch, sehr schön. Dann hat Detective Anderson zum Leutnant befördert. Jüngster Leutnant der Polizeieinheit Detroit, Leutnant Hank Anderson, war einer der renommierten Detektive des DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit und im Kindergarten. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Arschficker-Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Leutnant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits jetzt als Favorit für Lesben, Schwule, für die Position des Commissioners auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Neue Rekordmengen Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Ice im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Leutnant Anderson, der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffes gefunden haben getan. Punkt. Okay, machen wir das jetzt auch noch. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben den wachsamen Red-Eyes-Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und gewaltig in die Eier getreten. Und etlichen namhaften Dealern und Lieferanten hinter Schloss und Riegel hintergebracht getan. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von 500.000 Yen beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm gut aussehender und talentiert im Bett liegender Detective, soll maßgeblich am Erfolg des Kindergarten-Pornorings dieser Operation beteiligt gewesen sein. Deren Planung Monate angedauert hat, was er aber in 5 Minuten tat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollektiv als verbindliche investigativer Bullshit-Polizeiarbeit. Ja, Police Brutality FTW. Sehr schön. Damit haben wir den Bullshit auch geklärt. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch so schön kann. Ja, Donuts. Sehr schön. Auf jeden Fall sehr gesund und Standard-Nahrungsmittel. Ein Fächer
Fächerfahrhorn Asien. Eine Shisha-Wurzel. Okay, die wird also in der Shisha geraucht. Eine Kaffeetasse mit kalter Kaffeespuren und Koffein. Lecker. Starbucks-Akten. Was haben wir denn hier sonst noch alles? Aha! Wir haben abteilungsübergreifende Einheit, Verantwortlicher für Zerschlagung des Red Eyes Dealer Rings. Wann war das? 2000 und was? 2028. Also vor 10 Jahren, wo er sich noch rasiert hat. Und gut aussah. Also für den Mann seines Alters. Jetzt sieht er einfach nur noch scheiße und ausgekotzt aus. Streichhölzer. Herkunft Jimmy's Bar. Holz, Phosphor. Okay. Und Haare. Hundehaare. Bernardina. Hat er einen Hund? Oder er hat einen Hund? Leutnant Anderson war hervorragender Polizist. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Guten Tag, Mr. Anderson. Hank! In mein Büro! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In mein Büro! Das ist das Erste, was man hört. Das ist dieses Typische, was man kennt aus den Filmen, wenn es irgendwie um Cops geht. Sei es jetzt bei Die nackte Kanone oder zum Beispiel hier, scheiße, wie heißt das Zeug nochmal? Police Academy oder Starsky und Hutch oder irgendwie sowas. Der Protagonist kommt rein, er ist total geledert, ne? Sieht aus wie der letzte Wichs, ne? Als wäre er morgens früh erstmal vom Wal ausgekotzt und ausgeschissen worden. Kommt da reingeschlurft und das Erste, was dann kommt, ist in mein Büro! So, und dann kommt dann erstmal, ja. So, erfahre mehr über Leutnant Anderson, erkunde die Polizeistation, bring den Fall voran, befrage den Abweichler, Briefing anhören, etc. pp. Und allen möglichen anderen Scheiß. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach mit ins Büro gehen sollte. Lesen! Detroit Today, berühmter Detroiter Maler stirbt. Herzlichen Glühstrumpf! Detroit Today. Ivanov sagt, njet! Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Zehn neue? Oh. Aber jetzt kommen Berichte über Mörderei. Der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf, ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. War das dein letztes Wort? Genau, das war mein letztes Wort. Mr. Anderson? Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro. Au. Oh. Einen schönen Tag, Captain. Leckt mir die Füße. Oder den Arsch. Wichser! Sieh nach Hank. Hallo, Hank.
Ja. Ja, alles gut, alles okay. Pragmatisch, verständnisvoll, konstruktiv. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Sie werden sicher ein tolles Team. Ich versuche, ihn aufzuheitern. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Hallo, ich bin der Arsch, der dir jetzt ganz gewaltig auf die Nüsse geht. Bitte ignoriere mich auch einfach weiter. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Oh, was ein Zufall. Direkt gegenüber. Na, so ein Glück aber auch für mich und Pech für dich. Jawohl, da freue ich mich doch glatt. Da setze ich mich jetzt mal hier auf meinen dicken Roboter-Plastik-Hintern. So. Und guck einfach nur blind dahin. Ja. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Ach, nur so. Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Fluffy. Was geht's dich an? Okay. Sumo. Er heißt Sumo. Okay. Wie viele Follower haben die auf Facebook? Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Oh. Tja, ja. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Stinkig? Habe ich Mundgeruch? Es gibt einen. Bitte? Sackwaldig? Würdest du ihn mir auch mitteilen? Es ist natürlich schön. Jetzt habe ich ihn auf zwei Sachen angesprochen, die er toll fand. Und ich habe ihn auf zwei Sachen angesprochen, die er scheiße fand. Ich habe mich richtig toll gemacht. Ich habe das schaffe ich sowieso immer. Ich schaffe das sehr gut. Das, was ich bei anderen Leuten hervorrufe, erstmal dieses Ha und toll und toll, jemanden kennengelernt, alles toll, alles schön. Zweite Treffen und ich ziehe die so dermaßen durch den Kakao, unbeabsichtigt, dass sie mich am liebsten gar nicht mehr kennen wollen. Warum auch immer. Ich habe das Talent dafür, Leute dermaßen auf die Palme zu bringen und das sehr schnell sogar. Einerseits lustig, andererseits ein bisschen scheiße. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Danke. Computer. Ich spreche den jetzt nicht weiter großartig an. Vermisst. Fallakten. Okay. Fallbezug verschwinden. Opfer Gordon Lopez. Meldender Officer. Leutnant. Fall von Leutnant Anderson. Status ungelöst. Android involviert? Ja. Der Kleber berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen. Als er zur Arbeit gegangen sei, als er zurückkehrte, konnte der Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Ausbruchs ins Apartment. Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Kläger behauptet, sei von einem Androiden-Modell bla 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 angegriffen worden, der als Kellner im Restaurantkette Fast Connie Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen. Okay. Android ist noch immer flüchtig. Verdächtigt. Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP-700,
angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Okay. Kläger der Manager Eden Club. Moment, das ist doch hier dieser. Der Eden Club ist doch der Puff. Berichtet von unerklärlichem Verschwinden eines Sex-Androiden. Ah, okay, gut. Modell WR für Willis Richtung 400 oder so ähnlich. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie im Club zurückgekehrt. Schon mal beim Kunden nachgefragt, ob er da vielleicht geblieben ist? Vernichtet? Versuchter Mord? Opfer Leo Manfred? Okay. Fallstatus gelöst. Android involviert? Ja. Der berühmte Maler Karl Manfred wurde von einer Auseinandersetzung zwischen einem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus gefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von einem Polizeibeamten zerstört. Der war ein Prototyp? Ja, scheiße. Okay. Hoppala, die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Wahrscheinlich war es der Dealer. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android AX400 wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Okay, aber von der Tochter steht jetzt da nichts drinne. Das war's. ...243 Dateien. Oh Gott. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ihre persönliche Situation sollte die Untersuchung nicht aufhalten, Lieutenant. Du hast doch keine Ahnung, wovon du da redest. Folge einfach deinem verfluchten Programm und halte deine Scheißklappe! Okay. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Das bezweifle ich. Okay, ich sollte zusehen, dass ich mich mit dem Kerl nicht unbedingt... Ja. Hank hat eine Spur. Hätte auch Hank eventuell keine Spur haben können? Hank ist sauer. Moment, was wäre auf jeden Fall passiert? Mit Hank sprechen, Akten untersuchen, über den Fall sprechen und Hank ist sauer. Also Hank hätte so oder so wäre sauer geworden. So, Revier erkunden, da haben wir noch ein paar Sachen offen. Berühmter Maler stirbt lesen, jawohl, das haben wir. Da sind noch andere Punkte, die ich nicht gelesen habe oder noch andere Punkte, die ich übersehen habe. Genauso auch wie hier. Hier muss irgendwas aus den vorherigen Kapiteln gewesen sein. Hier sind 2 Punkte, die sind zu, wo kein Weg dahin führt. Das heißt, es gibt hier Optionen und Alternativen, stimmt, am Anfang, wo ich den Tisch hätte untersuchen können, gab es noch etwas anderes und das funktionierte nicht. Warum auch immer. Okay, folgendes. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen kurzen Break einlegen für ungefähr, sagen wir mal ruhig, so 5 bis 10 Minuten oder auch eine Viertelstunde. Und dann anschließend bin ich wieder da.
Einmal kurz Pinkelpause und sowas, was zu trinken holen, alle solche Späßchen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Genau hier an dieser Stelle, ich verspreche, ich mache nichts weiter, also in knapp 5 bis 10 Minuten bin ich wieder da und anschließend mache ich dann mit dem Stream weiter. In diesem Sinne, bis gleich!